beginnen wir nun mit der Heilung deiner Ahnen. Zünde für dich und im Gedenken an deine Ahnen eine Kerze an. Komm zur Ruhe und nimm die Position ein, die dir für dich als günstig erscheint. Wenn du möchtest, dann schaue noch ein wenig in die Kerze. Atme dreimal ganz tief und ganz bewusst in deinen Bauch. Wenn du das möchtest, dann kannst du dies hörbar tun. Fühle, wie du dich mehr und mehr entspannst. Bitte nun Erzengel Michael, einen heiligen Raum um dich herum zu erschaffen. Stell dir vor, wie um dich herum eine Pyramide aus weiß-goldenem Licht entsteht. Diese Pyramide ist groß, so groß, dass sie dich, deine geistigen Helfer, deine Schutzengel und die Vertreter von den 6 Generationen vor dir aufnehmen kann. Du sitzt im Mittelpunkt der quadratischen Grundfläche der Pyramide. Siehe auf die 4 Seiten der Pyramide und nimm wahr, wie sich alle Seitenflächen langsam mit weiß-goldenem Licht füllen. Sieh, wie das Licht in den Seiten der Pyramide und unter dir sich immer stärker zu verdichten beginnt. Das weiß-goldene Licht beginnt leicht zu pulsieren und du fühlst die starke Energie der Pyramide. Wenn du dazu bereit bist, so rufe nun die Ahnen deiner männlichen Herkunftslinie. Sprich dazu: In der Gnade und der Liebe Jesu Christi rufe ich dich, meinen Vater. Ich rufe euch, meine Großväter, ich rufe euch, meine Urgroßväter, ich rufe euch, meine Ur-Urgroßväter, ich rufe euch, Väter meiner Ur-Urgroßväter, und ich rufe euch,
Großväter, meine Ur-Urgroßväter. Wenn es dir lieber ist, so visualisiere die 12 männlichen Vertreter der 6 Generationen vor dir, vor deinem inneren Auge. Nimm wahr, wie sie von ihren Schutzengeln über die Spitze der Pyramide zu dir gebracht werden und sich dir gegenüber auf der rechten Seite der Pyramide aufstellen. Nimm wahr, wie deine männlichen Ahnen nun vor dir stehen. Sende ihnen deinen Dank. Schicke ihnen deine ganze Liebe. Und dann segne sie. Wenn du möchtest, dann kannst du dafür eigene Worte finden. Frage nun deine männlichen Ahnen, ob sie eine Botschaft für dich haben. Lausche ihrer Antwort und behalte diese in deinem Herzen. Wenn du nun dazu bereit bist, so rufe die Ahnen deiner weiblichen Herkunftslinie. Brich dazu in der Gnade und in der Liebe Jesu Christi rufe ich dich, meine Mutter. Ich rufe euch, meine Großmütter, ich rufe euch, meine Urgroßmütter, ich rufe euch, meine Ur-Urgroßmütter, ich rufe euch, Mütter, meine Ur-Urgroßmütter, ich rufe euch, Großmütter, meine Ur-Urgroßmütter. Du kannst diese Anrufung auch innerlich bejahen oder dir vorstellen, wie die weiblichen Vertreterinnen deiner Herkunftslinie sich dir gegenüber auf der linken Seite der Pyramide aufstellen. Nimm wahr, wie deine weiblichen Ahnen vor dir stehen und sende ihnen deine ganze Liebe. Sende ihnen deinen Dank und dann segne sie. Wenn du möchtest, dann kannst du eigene Worte dafür finden.
Frage deine weiblichen Ahnen, ob sie eine Botschaft für dich haben. Lausche ihrer Antwort und behalte diese in deinem Herzen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du noch andere Ahnen an deine Seite bitten möchtest. Seien es Tanten, Onkel, Schwestern oder Brüder. Wen auch immer du an deiner Seite haben möchtest, jetzt ist die Gelegenheit, diesen zu rufen. Rufe auch diese Ahnen in der Gnade und der Liebe Jesu Christi. Nun stehen auch diese Ahnen vor dir. Schicke ihnen deinen Dank. Sende ihnen deine ganze Liebe und dann segne sie. Wenn du möchtest, dann kannst du wieder eigene Worte finden. Frage nun auch diese Ahnen, ob sie eine Botschaft für dich haben. Lausche ihrer Antwort und behalte diese in deinem Herzen. Wenn du dazu bereit bist, dann rufe nun die Erzengel Raphael und Azrael an deine Seite. Erzengel Azrael ist der Erzengel, der den Traurigen Trost spendet. Und Erzengel Raphael ist der Engel der Heilung. Nimm wahr, wie Erzengel Raphael und Erzengel Azrael
zu deinen Ahnen treten. Nimm wahr, wie diese Erzengel die Lasten der Vergangenheit von deinen Ahnen nehmen. Die Lasten, die deine Ahnen damals nicht tragen konnten und welche nun immer noch auf ihnen lasteten. Nimm wahr, wie sich die Schultern deiner Ahnen nun befreit heben. Wenn du das Gefühl hast, dass einige deiner Ahnen deine Liebe ablehnen oder die göttliche Heilung nicht wünschen, so übergib diese, deine Liebe und deinen Wunsch nach Heilung der göttlichen Gnade. Gott liebt alle seine Geschöpfe, und so fließen deine Liebe und der göttliche Heilungsstrom zu allen Wesen gleichermaßen, ob sie diese annehmen oder nicht. Nimm nun wahr, wie Erzengel Raphael und Erzengel Azrael auch an dich herantreten. Fühle, wie diese Erzengel die Lasten von dir nehmen, die du von deinen Ahnen übernommen hast. Sie nehmen alle Lasten von dir, die du für deine Ahnen getragen hast. Wenn du das Gefühl hattest, im Leben keinen Rückhalt gehabt zu haben, so wird auch dieses Gefühl nun von dir genommen. Fühle nun, wie sich auch deine Schultern befreit heben. Und jetzt bitte deine Ahnen, hinter dich zu treten. Hinter dir, auf der rechten Seite, stehen nun deine männlichen Ahnen. Hinter dir, auf der linken Seite, stehen deine weiblichen Ahnen. Die Kraft und die Liebe deiner Ahnen kann nun ungehindert zu dir fließen. Fühle, wie die Kraft und die Stärke deines gesamten Ahnengeschlechtes nun zu dir fließt. Fühle die Kraft, fühle die Liebe, fühle die Stärke, fühle dich aufgerichtet, fühle dich frei,
Fühle dich geliebt. Spüre, wie dein männliches Selbst, die männliche Komponente in dir, gestärkt wurde. Spüre, wie dein weibliches Selbst, die weibliche Komponente in dir, gestärkt wurde. Fühle, wie du ganz bist und heil, weil nun die Kraft und die Stärke deiner Ahnen in dein Leben getreten ist. Und nun danke deinen Ahnen und schicke ihnen noch einmal deine Liebe. Deine Ahnen verlassen nun die Pyramide und werden von ihren Schutzengeln in Empfang genommen. Danke Erzengel Azrael und Erzengel Raphael für ihren Beistand und ihre liebevolle Unterstützung. Nun danke auch Erzengel Michael und bitte ihn, die Pyramide noch so lange über dir zu belassen, wie dies für dich gut und notwendig ist. Wenn du soweit bist, dann komm langsam wieder zurück in deinen Alltag. Fühle das tiefe Vertrauen in dein Leben und die Unterstützung durch deine Herkunftsfamilie, deine Ahnen, welches nun in dir aktiviert wurde. Nun, da du deine Ahnen in dein Leben eingeladen hast, sei dir sicher, dass sich von nun an alles zu deinem Besten entwickelt. Wenn du das möchtest, dann nimm dir noch ein wenig Zeit zum Nachruhen. Vielleicht möchtest du auch einige Gedanken aufschreiben, die dir während der Meditation gekommen sind. Sei gesegnet in Liebe und Freude. Sei gesegnet, du und dein Ahnengeschlecht. Alles Liebe für dich.